Hallo und herzlich willkommen bei All Wheels Outside. Auf dem Weg in die Mongolei befahren wir den Wakhan-Korridor. Im vorigen Video sind wir bis zum Pamir-Haus-Museum in Yamp gekommen. Hier geht es heute weiter. Don't you be scared, I've got a callous hand. Einkauf, stopp. Am Straßenrand sehen wir einen kleinen Laden und wollen mal kurz nachsehen, ob wir hier Brot bekommen. Hast du Navi an, Timo? Das hier ist die erste Auffahrt, die mir flacher und neuer erscheint. Geradeaus weitergefahren wären, dann wäre später die steilere Auffahrt gekommen. Genau. So fahren wir hier weiter. Bei Langar verlassen wir den Panch und folgen dem Pamir. Hier müssen wir auf relativ kurzer Entfernung 200 Meter Höhe gewinnen. Zwei Serpentinenstraßen führen nach oben. Wir entscheiden uns für die erste. Wenn man sich nicht auskennt, sind solche Straßen immer wieder spannend. Und vor allen Dingen hofft man, dass nicht gerade jetzt Gegenverkehr kommt. Kommen wir an ein paar Soldaten vorbei, die nach Wasser fragen. Natürlich füllen wir ihnen ihre Flasche auf. Die Aussicht, die wir hier haben, kann man auf keinen Film bannen. Das muss man einfach selbst gesehen haben. Bei AI Oberländer habe ich von einer defekten Brücke gelesen. Wir wissen aber nicht, ob die Angaben noch aktuell sind.
Jürgen hat die Baustelle schon gesehen und versucht, mich zu erreichen. Da ich aber die große Kiste so blöd neben der Funkantenne habe und er schon um die Kurve ist, kommt die Verbindung nicht zustande. Once watched a sparrow fly south for the winter. Feathers were thin and her body was thinner. Als wir die Brückenbaustelle erkennen und sehen, dass es dort nicht weitergeht, geben uns die Bauarbeiter schon deutliche Zeichen, dass wir umkehren müssen. The seasons are cycles that go back and forth. One day it's south and the next is north. It just snow starts to melt. Today she's returning to look for her nest, and she's followed me all the way here. With nothing to hold but the meat on her breast and the promise of one more year. Jürgen und Clarissa stehen schon am Behelfsübergang, wo der Bach mehr Wasser führt, als die Rohre fassen können. Und haben die Stelle bereits zu Fuß erkundet. Da war die Funkverbindung wieder schnell abgerissen eben, ne? Ja, ich hab dich gehört, aber du mich nicht mehr. Ja, okay. Hätte ich sprechen sollen weiter. Ich versuch da durch, ich fahr jetzt mal da drüber. Kommt mal da zwischen den dicken Steinen durch, ich seh's von hier nicht richtig. Wenn der Breite her geht, da liegen zwei von diesen Betonrohren nebeneinander und danach wird's eh flacher. Auf der anderen Seite des Übergangs steht ein griechischer Motorradfahrer und weiß nicht so recht, wie er die Stelle passieren soll. Zunächst baut er erstmal sämtliches Gepäck von seinem Motorrad ab. Jürgen passiert als erstes die Rohre. Sieht gar nicht so spektakulär aus. Uns fehlt einfach nur die Erfahrung im Umgang mit solchen Situationen. Der Grieche erkundet ebenfalls die Übergangsstelle und entschließt sich, dass es für ihn das Beste ist, wenn wir gemeinsam das Motorrad rüberschieben. Hilft wohl nichts und die Füße müssen ins kalte Wasser. Wir können ihn ja nicht alleine lassen. War die Freude riesengroß. Ich glaube, er hat nicht so recht dran geglaubt, dass er heile hier rüberkommt. Als er sein Gepäck holt und ich rüberfahren will, kommt Gegenverkehr.
Die lassen wir auch erst noch durch, da auf unserer Seite mehr Platz ist. Dann ist hinten vielleicht auch schlecht Drehfläche, wo das Auto herkommt. Genau der Fehler dann.
Hier treffen wir unerwartet Manuela und Richard sowie Anja und Klaus wieder, die wir schon seit Dushanbe kennen und mit denen wir schon eine Nacht zusammen gestanden haben. Alois war allerdings nicht mehr dabei, der ist schon vorausgefahren. Es ist ziemlich kühl hier oben auf 3.500 Meter und wir bleiben lieber im Duro, als uns draußen zusammenzusetzen. Am Morgen macht es Spaß, den Wolken zuzusehen. Heute wollen wir möglichst bis Alijur kommen. Die Piste rüttelt uns und den Duro ganz schön durch. February is the harvest, the rotten fruit of all your prayers. Where the snow is gray and slushy. Aber die Aussicht entschädigt für die Strapazen der Fahrt. It's where my mind is gray and mushy. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, wir fahren bergab, kommen wir doch immer höher und höher. Und die Wellblechpiste nervt fürchterlich. Close the windows, shut the blinds. And the groundhog pokes his head up and sees the shadows all around. I can't blame him if he's fed up as he burrows in to disappear for six more years. So ab 60 ist es ja irgendwie besser. Aber bei der Geschwindigkeit schafft man es dann nicht mehr, tieferen Schlaglöchern auszuweichen, in die man dann voll reinhämmert. Jetzt haben wir etwas Vorsprung rausgefahren und wollen auf einem Aussichtsplateau auf den Rest der Gruppe warten. Kaum sind sie eingetroffen, kommen auch noch weitere Touristenfahrzeuge. Die Frauen haben wir auf der Festung Yamchun schon gesehen. Bei Kagush kommt wieder ein Checkpoint. Wir dachten, wir gehen alle nach vorne, zeigen unsere Papiere und können dann durchfahren. Das funktioniert hier nicht. Jedes Fahrzeug wird einzeln abgefertigt. Man lässt sich alle Zeit der Welt, ganz gemütlich die Daten zu erfassen, in ein Buch zu schreiben. Und dann müssen die Posten sich erst über Funk das Go holen, dass das Fahrzeug die Schranke passieren darf. Ich weiß nicht, was ich jetzt wollen habe, ob es eine Kopie ist oder aber nochmal. Ein kurzes Stück hinter dem Checkpoint treffen wir uns dann wieder. Vom Checkpoint aus, der auf ca. 3.900 Meter liegt, fahren wir dann über den 4.344 Meter hohen Kagush-Pass. Im Anstieg überholt uns ein kleiner Fiat, den wir unterwegs schon ein paar Mal gesehen haben. Die Besatzung schläft nachts im Zelt. Hut ab! Destination.
Gefühl, ich verliere bald das Radio. Bei der Hutablage haben sich die Schrauben losvibriert. Der Höhepunkt war ja eigentlich rechts Aussichtspunkt eingezeichnet. Wenn wir wohl nur mit so Fuß hochläuft. Das ist nichts mit Duro-Fotos. The suffering made me stronger, so I pushed to get ahead. And now I'm perched above the factory floor, looking down at my friends below. In my comfy car I drive away, but there is nowhere left to go. Cause I'm already there, I'm already everywhere. Bis zum Schrauben nachziehen muss erstmal ein Provisorium her. Der Regenschirm funktioniert soweit gut. Die Wellblechpiste macht einen fertig. Jeder versucht für sich die beste Spur zu finden. Aber es ist wie bei der Supermarktkasse. Bei den anderen läuft es immer besser. Und dann endlich wieder Teerstraße. Wir können es kaum glauben. Aber schon nach kurzer Zeit kommt die Ernüchterung. So viel Schlaglöcher. Ich wünsche mir wieder eine Sandpiste her. Kurz vor Alichur machen wir noch einen Stopp. Hier ist es gerade besonders interessant, die Wetterphänomene zu bewundern. Wir befürchten gleich eine Dusche zu bekommen, aber die Wolken ziehen vorbei. Dann erreichen wir Alichur. Der Ort liegt auf knapp 4000 Meter und wirkt recht trostlos. Wir fragen uns, warum man hier lebt. Und vor allen Dingen auch, von was man hier leben kann. Jürgen sucht die in der Karte verzeichnete Tankstelle. Doch diese gibt es nicht mehr. Aber wir finden einen Pumpbrunnen, an dem die Bimobilbesatzung später ihre Wassertanks auffüllt. Als Tourist 1-2 Tage hier oben zu verbringen, ist sicher interessant. Doch wohnen möchte von uns keiner hier. Für die Nacht nutzen wir einen schönen Platz am Bach, der erst wenige Tage vorher von Benny Goes Overland bei iOverlander eingetragen wurde. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen, bei uns mitzufahren. Wenn ja, dann fahrt auch das nächste Mal mit, wenn wir nach Kirgisistan einreisen und vorher an meinem Geburtstag den 4655 Meter hohen Akbaital-Pass überqueren.